Techno-Clubs machten Berlin in den 1990er Jahren weltberühmt. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Läden zu. Susanne Lenz, Reporterin der Berliner Zeitung, widmete den Clubs eine sehr persönliche, liebevolle Hommage. Was war das für ein Rausch, erinnert sich die passionierte Clubgängerin. In so einer Nacht habe ich immer irgendwann gedacht, das hört nie auf. Dieses gemeinsame Erlebnis zusammen zu tanzen, zusammen die Musik zu erleben, deren wichtigstes Element ja der Loop ist, diese Schleife, die ja auch keinen Anfang und kein Ende hat. Der Text erschien in der Reihe Zeitenwende. Die Clubs waren Orte, wo sich ganz unter dem Radar von allem, was da auf politischer Ebene passiert ist, junge Leute aus Ost und West getroffen haben. Ihre Gesprächspartner? Tresorgründer Dimitri Hegemann und DJ Jauche, Oliver Marquardt. Ich habe die beiden ausgewählt, weil die beiden auch die Anfänge miterlebt haben, aber immer noch dabei waren und sind. Ohne diese Pioniere, ohne die Clubs, hätte Berlin wohl keine Karriere als hippe Metropole gemacht. Dass Berlin als coole, attraktive Stadt vor allem für junge Leute gilt, dass in Berlin sich so viele Start-ups angesiedelt haben, das liegt nicht daran, dass Berlin tolle Museen hat, tolle Theater, drei Opernhäuser. Susanne Lenz' Text ging viral. Sie hatte den Nerv der Community getroffen, denn das ist nicht nur ein Job, das ist wirklich etwas, was man aus Leidenschaft macht. Und die sitzen jetzt so auf dem Trockenen.